Wunderschönen guten Morgen. Ja, so liege ich hier jetzt einsam und alleine. Kann wieder vloggen aus dem Bett. Als hätte man drauf gewartet. Ne? Ja, es ist auch schon relativ spät. Es ist 7:45 Uhr, weil ich bin schon am Bearbeiten meiner Videos. Was ist das denn hier? Oh, habe ich mich irgendwie gekratzt. Ich glaube, ich habe heute Nacht hier eine Mücke gehabt, die hat mich echt genervt. Jedenfalls hatte ich das Gefühl, dass sie sich ab und zu mal auf die Beine oder auf mein Gesicht setzt. Aber ich war nicht sicher, ob es wirklich eine Mücke war. Vielleicht war das ja auch irgendwas anderes. Ab und zu hatte ich auch das Gefühl, ich höre so ein Summen. Kann aber auch von draußen gekommen sein. Also ich habe keine Ahnung. Jo, meine Kinder haben gestern mit mir gemeckert und die haben gesagt, ich sei zu lange in der Sonne. Also die, die in Deutschland sind. Mein. Meinten, ich sei zu lange in der Sonne, ich soll vorsichtiger sein. Ich bin gar nicht lange in der Sonne, aber ab und zu, ne? So am Pool oder so. Oder ich sonne mich ja auch ab und zu, aber auch nicht lange. Ich bin schon sehr vorsichtig, weil ich weiß ja, hä? Ich kenne ja jetzt die aladianische Sonne. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt ganz schnell, sofort nachdem ich aufgewacht bin, noch ein Video geschnitten und das ist jetzt am Hochladen, weil ich glaube, dass das genau die richtige Zeit ist, gerade wo der Upload noch einigermaßen gut klappt. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass am Samstag die Leute alle schlafen noch um diese Zeit, sodass ich hoffe, dass ich die Videos gut hochbekomme jetzt. Bin aber überlegen, ob ich noch das Metro-Video schnell schneide, bevor ich duschen gehe. Werde mir die Haare nicht waschen. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch gleich die Kur reinmachen. Und ja, kann ich aber heute Abend machen. Naja, schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, weil ich kann ja nicht in den Pool rein, ne? Mit diesem Geschmiere. Mal gucken. Jetzt jedenfalls werde ich noch das Metro-Video schneiden, auch hochladen. Ich glaube, das wäre ganz schlau. Ich habe gestern den ersten Teil vom Vlog gestern Abend noch hochgeladen und auch mein Beauty-Video, also mit den Haaren. Da habe ich auch die ganze Nacht mit beschäftigt gewesen. Ne? Also dann ist das durch und dann muss ich dann auf den Kanal wechseln, auf den anderen Kanal, da wieder hochladen. Also bis, weiß ich nicht, um bis 2 habe ich damit rumgedödelt. Also ja, naja. Jetzt sind die jedenfalls gut hochgeladen diese Nacht und habe ich schon mal 2 Videos hoch. Dann muss ich das jetzt nicht machen, ne? Und hoffen und bitten, dass das auch wirklich losgeht. Übrigens ist das mit der Genehmigung meiner Videos, klappt das jetzt gut bei YouTube? Ich glaube, die haben danach gebessert, weil ich denke mal, dass da sich viele auch beschwert haben. Ne? Das kann ja gar nicht sein so. Okay, also ich gehe jetzt nochmal das Metro-Video, render das auch und dann gehe ich duschen. Wir haben kein Wasser mehr. Das ist echt scheiße. Ich habe gestern, entschuldige bitte das Wort immer, ne? Ich habe, das hört sich aus, das ist nicht der Rest. Ich habe das gestern Abend schon gemerkt, als ich auf Toilette gegangen bin, dass das Ding nicht voll war, ne? Dass es nicht voll, also das Wasser ist ab. Also es gibt kein Wasser. Und das seit gestern Abend, das ist richtig lange, weil das war ja gestern Abend schon kein Wasser da, ne? Und heute immer noch nicht. Auch am Pool, es geht nirgendwo das Wasser. Das heißt, ich brauche den Pool jetzt auch erstmal nicht anmachen, weil ich habe ja kein Wasser. Da kann ja keiner rein. Das ist aber echt scheiße. Du kannst ja nicht mal auf Toilette, ne? Es ist alles ausgestellt. Mache ich denn bloß? Wenn ich mal irgendjemanden sehen würde, würde ich den auch mal fragen, ob die Wasser haben. Ich muss mal gleich im Internet gucken. Manchmal steht das da, wenn da irgendwelche Reparaturen sind oder so. Wir hatten das letztes Jahr auch mal so einen ganzen Tag kein Wasser. Ich werde mal sehen, ob ich hier irgendjemanden sehe, den ich mal fragen könnte. Ich sehe aber keinen. Scheiße. Tja. Hilft nichts.
müssen wir abwarten, ne? In der Hoffnung, dass das Wasser wieder kommt. Ja, duschen konnte ich natürlich auch nicht. Ich habe noch so mit dem letzten Resten hier das Gesicht und alles gewaschen, aber mehr ist nicht drin. Naja, jetzt gehe ich erstmal zum Müll, weil der stinkt. Den hatte ich gestern Abend hier nämlich hingelegt und vergessen wegzubringen. Das mache ich mal eben. So, ich muss zum Müll. Scheiße, kein Wasser ist doof. Ich hatte ja gestern Abend auch die Pflanzen nicht gemacht. Gewässert, das wollte ich eigentlich jetzt heute Morgen machen. Tja. Ich sehe hier leider auch keinen. Internet. Irgendwo kann man das ja nicht sehen. Ich gehe da noch erstmal an den Schnitt meiner Videos, weil es ist ja schon relativ spät. Ich kann die Pflanzen nicht wässern, das ist echt nicht so toll. Naja, hilft nichts, ne? So. Mache ich mir erstmal einen Kaffee und dann will ich ja auch noch meinen Haul abdrehen. So. Ein Glück haben wir ja. Wasser, was du aus dem Ding geholst hier. Aber ist auch nicht mehr wirklich viel. Müsste aber eigentlich noch reichen bis Montag. So. Und dann. Wasser. Es war auf der Toilette doof, ne? Das ist schon echt lange. Also wir sind von Metro nach Hause gekommen und da habe ich schon gemerkt, dass ich nicht mehr aufziehen konnte. Das war ja dann schon um 9 oder so bis jetzt. Das sind 12 Stunden, wo es kein Wasser gibt. Das ist echt lange. Ich habe mal im Internet geguckt. Also tatsächlich ist in Alanya Mahmudlad um 22:43 Uhr das Wasser abgestellt worden, weil irgendwo ein irgendwas geplatzt ist im Wasserrohr und da muss jetzt dran gearbeitet werden. Und wann das Wasser wiederkommt, steht da nicht. Aber Mahmudlad ist groß. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich kenne jetzt die vom Mahmudlad gibt es ja auch noch so ein paar Stadtteile oder Bezirke und ob unserer jetzt dazu gehört. Ich habe keine Ahnung. Also mir wäre schon sehr viel wohler und lieber, wenn ich wüsste, dass die anderen auch kein Wasser haben. Und vor allen Dingen steht da auch nicht, wann es wiederkommt. Ja, das ist offen gelassen worden. Denn das ist ganz schön lange, ne? Von 22:43 Uhr, das kommt hin. Dass da, ich meine, aber das wäre früher gewesen. Aber wir waren ja auch erst im Dunkeln hier. Dann habe ich noch Essen gekocht, da hatte ich noch Wasser. Also das kommt hin, 22:43 Uhr. Tja, und Nesaman Atschilajach, also Entschuldigung, wann das wieder aufgemacht wird, steht nicht.
Shit. Man kann da aber auch anrufen. Also wenn es jetzt noch länger dauert, werde ich da anrufen. Da gibt es eine Beschwerde-Hotline und dann frage ich immer, wenn ich jetzt hier niemanden zu fassen kriege, rufe ich da mal an. Ja, na gut. Scheiße. Oh, das Kraftwort habe ich jetzt auch schon 100-mal benutzt. Aber das ist echt scheiße. Also ich hasse es ja. Wir hatten das bei uns in Anatolien ja ständig. Und das Ding ist, da bin ich nicht alleine. Und dann fragst du natürlich jeden Nachbarn und die haben dann alle kein Wasser. Und dann ist okay. Aber hier bin ich ja ganz alleine und kann jetzt niemanden fragen. Hast du auch kein Wasser? Naja. Was soll's. Ich gehe an die Arbeit und das wird schon irgendwann wieder kommen. Zur Not müssen wir spülen mit Poolwasser. Und Trinkwasser haben wir ja. Das kann man ja auch kaufen in der Stadt. Das ist ja kein Problem. Also verdursten tun wir nicht. Das kommt schon wieder. No problem. Ja, ist immer so, ne? Der Mensch, der ist doch echt. Wenn irgendetwas nicht aus diesem Luxusvorrat funktioniert, Strom finde ich auch richtig schlimm, weil dann geht mein ganzer Kühlschrank, die ganzen Lebensmittel kaputt. Das haben wir bei uns in Anatolien ja ständig gehabt, dass der Strom weg ist, ne? Und auch lange, nicht nur für kurz. Ich sag's euch. Die meisten Citylad, also die meisten Apartmenthäuser haben dann übrigens Notstromaggregate, die dann mit Gas betrieben werden. Also da braucht ihr euch dann keine Sorgen machen. Es ist halt nur diese kleinen, einsamen Häuser, die wir haben, ne, die keinen Notstromaggregat haben. Naja, gut, mein Lieben, ich muss an die Arbeit und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was mit meinem Wasser ist. Mama konnte nicht duschen. Eigentlich habe ich gestern Abend mir die Haare und alles gewaschen. Ne? So ein bisschen Katzenwäsche konnte ich ja, aber nur ganz kurz und ganz wenig. Ich habe das gestern schon gemerkt mit der Toilettenspülung. Naja, egal. Es ist, wie es ist. Es ist 21:15 und aha, Wasser ist wieder da. Also nach über 13 Stunden oder 12 Stunden ist das Wasser wieder da. Ja, ein Glück. Oh, wie kann man sich freuen, dass das Wasser wieder da ist? Ich sag's euch. Na gut, ich bin hier jetzt weiter am Arbeiten. Ihr seht, auf meinem gewohnten Platz. Hoch, bin ich froh. Ich habe mir ein Käsebrot gemacht. Ganz unkompliziert. Ich muss aufpassen, dass ich nicht krümel. Da hätte man sich vielleicht einen Teller nehmen sollen. Sonst kommen die ganzen Ameisen gleich wieder. Gestern waren die voll hier und ich habe doch gar nicht so viel gekleckert. Aber anscheinend schon. Naja, ich lasse es mir jetzt schmecken. Mein Glück ist mein Wasser wieder da. Ich bin echt froh. Ich muss den Pool jetzt gleich mal anmachen, damit die Pumpe ein bisschen durchläuft. Heute muss ich auch Chlor reinmachen. Könnt ihr mir auch zugucken, aber mein Mann hat mir Anweisungen gegeben, ich soll vorher die Wasserqualität prüfen. Das werde ich natürlich machen. Obwohl ich vergessen habe, wie das genau funktioniert. Scheiße. Habe ich das aufgenommen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube. Ich habe es vergessen. Ah, nee, genau. Ich weiß wieder. Wasser rein und ein in das und eine Tablette in das andere. Trinken wir schon hin. Lieben, ihr seht mich nass geschwitzt. Ich habe meinen Haul abgedreht und werde jetzt die ganzen Dinge mal wieder in den Kühlschrank packen. Oh, wir hatten ja gestern eingekauft und da habe ich mal jetzt den Haul dafür abgedreht und werde das mal alles wieder einräumen. In der Zwischenzeit dürft ihr mir ein bisschen zugucken dabei, wenn ihr Lust habt. Wenn nicht, dann könnt ihr auch ausmachen. Ich werde jetzt mal die ganzen Geschichten hier so ein bisschen rausholen, damit ich ein bisschen mehr Platz im Kühlschrank habe. Und ich hatte das gestern alles noch so ein bisschen gelassen, damit in den Paletten, damit ich euch das zeigen kann, wie das verkauft wird natürlich. Aber jetzt kann ich das Platzsparende einräumen. So, irgendwann, wenn wir hier länger bleiben, wie gesagt, muss ich einen neuen Kühlschrank haben. Weil der ist nicht gut und viel zu klein für unsere große Familie, wenn die alle kommen. Irgendwann dann will ich schwarz für unseren Platzbedarf hier. Das ist alle Schokolade, mache ich auch immer im Kühlschrank rein. Hier, obwohl mein Junge meckert, der mag nämlich keine Schokolade, die im Kühlschrank war. Ich verstehe das immer gar nicht. Ich mag die viel immer, wenn sie gekühlt ist, aber er nicht. Hier umgeworfen.
erstmal hier rein tun. Das ist so Erdbeermilch, ne? So. Gemüse. Da werde ich jetzt wieder mit Karotten anfangen. Dann seht ihr, wie ich jetzt aussehe. Und dann gucken wir mal, wie wir aussehen, wenn ich hier mit weißen Karotten anfange zu essen. So. Das ist nicht gut. Wir müssen heute unbedingt hier. Ich komme auf das Wort mit, ne? Das kann auch weg. Die Schokolade kommt auch im Kühlschrank. So. Und dann muss ich mal alles wieder hier aufstellen. Gut. So. Jetzt ist richtig. Mein Wasser wieder. Das ist schon mal eine große Erleichterung. Ich hatte noch hier noch eines zu tun. Was habe ich denn damit gemacht? Ah, oh, hier ist sie. Alles klar. So. Und dann, was noch? Ich glaube, dann haben wir es. Eier noch rein wieder. Nicht richtig einrollen, dann kriege ich den Kühlschrank nicht zu. So, den stelle ich mal dahin, den Müll, dann kann ich den hier mit rausbringen und dann werde ich nämlich gleich in den Pool springen. Einmal duschen, weil ich habe ja noch nicht duschen können heute Morgen. Und ein paar Eistee können wir auch mal in den Kühlschrank für die Jungs. Ja, die sind kalt. Meine Bons bewahre ich auf, weil da werde ich jetzt in meiner Finanzakademie immer drehen, wie viel ich hier ausgebe. Also immer gern mal vorbei, was ich da so treibe. So. Nehme ich alles rein und dann meine Hände waschen. Und dann geht es in den Pool. Habe ich das verloren jetzt? Ja, nicht schlimm. So, dann können wir mich mal duschen. Weil, das konnte ich ja nicht vorhin. Ich kann das halt. Naja, aber ihr müsst jetzt erstmal weiter meine YouTube-Videos nach oben laden, bitteschön. Also, bis später. Pool habe ich übrigens eben angemacht. Den lasse ich jetzt mal so ein bisschen durchspülen. Wasser war natürlich auch wieder vollkommen leer da in dem Ding. Ich auch wieder angemacht jetzt. Wie man sieht, das Wasser. Und dann werde ich nachher die Qualität messen und das Ganze dann da reinsprühen. Aber vielleicht nicht gerade das Chlor, ne? Muss ich heute wieder machen. Einmal messen. Schliegt da auch alles, mein Chlor, schön ordentlich von meinem Mann dahingelegt. Und die Tabletten auch für die Messung. Na gut, nun gehe ich aber erstmal in den Pool. Tja, gucken wir mal, ne? Aber hier mache ich mir zu. Katzen sollen da nicht rein. Mit, keine Ahnung, Würmern und was weiß ich, was sie da alles noch so in sich tragen. So, oh, meine Mütze habe ich wieder vergessen. Ne? Das ist aber nicht gut. Muss ich gleich mal machen. Naja, wir gehen erstmal rein.